Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ja, einen schönen Gruß an meine Kollegen hier an dieser Stelle. 21:20 Uhr ist Fastenbrechen. Es darf gegessen werden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und das an dieser Stelle. Ja, wir spielen wieder Battlefield Hardline und ich zeige euch wieder die Erfolge. Die Erfolge in einer Mission, wo machbar sind, also die maximal machbaren Erfolge in jeder einer Mission, dass man vielleicht sucht der ein oder andere ein, zwei Erfolge. Wie hat es der gemacht? Wie gehen die? Aber wahrscheinlich habt ihr schon alle Erfolge, weil das Spiel ist schon eine Zeit lang auf dem Markt. Ich bin mit den Videos einfach hinten dran. Das dazu. Und ja, wenn nicht, also man kann auch durchaus in einer Mission alle Erfolge machen, dass man nicht nochmal alles spielen muss. Ich habe es so gemacht, weil ich das Spiel schon auf der 360 gespielt habe. Das jetzt ist aufgenommen von der One. Und daher weiß ich natürlich, was ich machen muss, dass ich die ganzen Erfolge kriege, dass ich es nicht nochmal machen muss. Ja, bis auf einen einzigen Erfolg, der hat bei mir nicht ge. Den habe ich nicht gekriegt, der fehlt mir noch. Ich habe ihn zwar zum Schluss nachgeholt, aber für den habe ich auch ganz, ganz lange gebraucht. Den haben bei mir bestimmt drei Leute immer wieder probiert, weil ich dachte schon, ich mache alles falsch oder das funktioniert nicht, ich weiß es nicht. Dazu muss man in dieser Mission, das ist die fünfte Mission, die heißt Fehde. Da muss man von Anfang bis Ende durchschleichen, ohne bemerkt zu werden. Es heißt zwar, wenn man den Erfolg googelt, dass der Radar, so wie gerade eben, das weiß werden darf, dann ist es noch okay. Aber die Polizisten dürfen nicht auf dich aufmerksam werden, sprich Fragezeichen, der Helikopter darf dich nicht sehen, ein Polizist darf dich nicht sehen und so weiter. Von Anfang bis Ende, bis durch die Berge durch, weil die Mission mehrere Kontrollpunkte hat, bis zum Schluss darfst du nicht bemerkt werden. Wie gesagt, der Radar darf weiß werden, aber nicht rot. Und sobald der einmal rot wird, ist es vorbei. Oder sobald du gesehen wirst, ist es vorbei. Kriegt der Polizist ein Fragezeichen, dass er schon aufmerksam geworden ist, ist der Erfolg weg. Und da gibt es leider keine Kontrollpunkte, wo man neu laden muss. Man muss die ganze Mission nochmal neu machen. Kurz zurück, das war der erste Erfolg in der Mission. Wie du mir, das sind 25 Punkte. Den hätte man auch übersehen können, wenn man den Kreisel nicht gesehen hätte. Aber normalerweise sieht das dann eigentlich jeder, weil die Laufwege unterschiedlich sind. Du kannst eigentlich fast überall hinlaufen, dass du durch den Wasserturm hier hinter uns kommst. Und ja. Aber der wäre auch dann nicht so schlimm gewesen, nochmal nachzuholen. Das war der Erfolg, wie du mir 25 Punkte. Nochmal zurück zu dem einen Erfolg. Wäre das jetzt ein Schleichversuch gewesen von mir hier und der hat ein Fragezeichen, wäre der Erfolg weg gewesen. Also ich habe ihn bestimmt, ja, 7, 8 Mal probiert. Dann mein Zockerkollege hier, der Taktlos-Wookie, der hat es ein paar Mal probiert und der hat den Erfolg auch dann gekriegt. Den habe ich erspielt. An dieser Stelle einen schönen Gruß an meinen Bruder, Taktlos Wookie. Und ja, also ich weiß, da hat er auch ein bisschen rumgeflucht, dass der Erfolg gekommen ist. Und ja, das war nicht ganz so leicht. Das dazu. Der kommt zwar noch zum Schluss, aber ja, wollte ich nur kurz erwähnt haben. Der fehlt mir. Nicht, dass dann Kommentare kommen, na, hier, ein Erfolg fehlt dir noch. Ja, das weiß ich. Aber den haben wir dann zum Schluss gemacht. Der kommt noch. Der zweite Erfolg ist in dieser Mission Klopf, Klopf. Man kann, ist auch optional, glaube ich, Ablenkungsmanöver sorgen. Man kann hier in das Haus rein. Man hätte jetzt auch weiter schleichen können. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber du kannst auch nach unten gehen. Jetzt hat das ist optional. Und ich sag, du hättest dich auch so durchschleichen können. Und dann kannst du hier eine kleine Bombe starten oder eine kleine Bombe basteln, eine Explosion basteln. Und ja, wenn das Ding hochgeht, dann Einsatzziel abgeschlossen hier, Ablenkungsmanöver. Das ist der Erfolg. 25 Punkte, Klopf, Klopf heißt der. Und ja, sobald die Hütte explodiert, kommt der Erfolg.
dann das nächste Video, der nächste Abschnitt wird sein, wollte ich nur noch mal auf den einen Erfolg zurückkommen, wo man sich durchschleichen muss. Ja, das ist der Erfolg. Klopf, klopf. Nur noch schon rum. Na, das hat funktioniert. Na, wo ist er? Ja, sagt Ballot, wo ist er jetzt? Der Lauf hat weiter. Hier, Einzelziel abgeschlossen. 500 Punkte, klopf, klopf. Ja, das waren die zwei Erfolge. Dann das Video, was jetzt kommt, das hat jetzt nichts, da gibt es keinen Erfolg für. Es hätte einen gegeben, das ist der zweite Abschnitt, wo man sich komplett durchschleichen muss, ohne bemerkt zu werden, dass du den Erfolg kriegst. So. Du eierst hier die Berge und nur, dass ihr ein etwas sieht, was da auf euch zukommt, die, was es nicht gesehen haben, das Game vielleicht nicht gekauft haben oder wie auch immer. Hier die 500 Punkte sind auch wichtig, dann kriegt man oben hier den Rangzähler, dass man so viele Einsatzziele wie möglich macht. Mit den Zählern Punkten gibt es auch einen Erfolg, dass man maximale Rangstufe hat. Und jetzt in diesem Abschnitt kommen jetzt nachher die ganzen Helis. Man muss sie von A nach B durchschleichen. Da ist wirklich so viel Polizei, Helis und Wachposten und alles Mögliche, dass man eigentlich fast nicht durchkommen kann, ohne bemerkt zu werden. Also das hat wirklich ganz viele Anläufe gebraucht. Du wirst gezwungen, du darfst keinen erschießen. Sprich, du hast eh keine Waffe, du hast bloß den Taser, was du aufgehoben hast. Und also tasern darfst du dann auch keinen. Sobald du einen taserst und denkst, ja, der hat mich nicht gesehen, wird die Aufmerksamkeit auf dich gelenkt und der Erfolg ist auch vorbei. So oder so, da wo das Blinklicht herkommt, da muss man hin, du musst jetzt durch das ganze Viertel hier schleichen. Und das ist nicht nur ein Heli, sonst wäre es ja leicht. Also wir haben wirklich alles probiert mit schnell durchlaufen, wirklich geduckt laufen, jede Deckung ausnutzen. Das hat bei uns gebackt, das ging einfach nicht. Auch wenn der Radar immer weiß geblieben ist, das kann sein, dass ihr den vielleicht auch nicht kriegt oder so, vielleicht haben sie es mittlerweile behoben, ich weiß es nicht, aber wenn ihr Licht habt, ja, wünsche ich euch viel Spaß damit. Ja, der hat es ist nicht schwer, aber es ist etwas nervig, sage ich jetzt mal, weil, ja, wie soll ich es erklären, weil du wirklich alles nochmal machen musst, das reicht nicht, dann schon ist er da. Das reicht nicht, das letzte Stück, den letzten Kontrollpunkt nochmal zu machen. Sobald du hier sterben würdest oder einer legst, wo du jetzt gerade runtergesprungen bist. Nein, du musst alles nochmal machen. Kontrollpunkt zählt nicht. Und das ist das Blöde, weil die Mission ist jetzt bei mir zusammengeschnitten. Das sind bei mir 12 Minuten. Und ja, also wenn ich laufen hätte lassen, also die Mission normal durchspiele, jetzt nicht die Erfolge mache wie mit dem Klopf-Klopf, wie du mir den Taser klauen und so weiter, sondern wirklich bloß durchlaufe, dass ich nicht gesehen werde, weil viel schießen darfst du eh nicht, dann musst du den Taser auch nicht holen, das kannst du dir sparen, du kannst die Bombe basteln, kannst du dir sparen, es sind die Möglichkeiten größer, dass du nicht gesehen wirst und ja, dann, wenn du dann einfach durchläufst, dann sind das, ich glaube, die Mission trotzdem eine Spielzeit von 28, 29, 30 Minuten. Und dann wird es schon lästig, wenn du dann immer alles nochmal machen musst. Und immer wieder, weil irgendeiner sieht dich immer. Das ist recht scheiße. Deswegen, spätestens hier, wenn wir hingekommen wären, da ist der Radar schon wieder rot, wäre der Erfolg weg gewesen. Also das ist richtig behindert. Deswegen kommt er da auch nicht. So, das war's von mir zum Battlefield Hardline. Mission 5 Fede. Und jetzt kommt natürlich nur noch ein Erfolg, aber das ist ein normaler. Das ist natürlich Missionsabschluss, dass es die Punkte gibt. Und das war's. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß.
die Leute, was sich Battlefield Hardline anschauen und noch nicht haben, es werden sich nicht viele anschauen, weil es schon lange, eine ganze Zeit lang draußen ist. Und aber die, was sich es anschauen, also es war auch mein eins der wenigsten Battlefield, was ich gespielt habe. Ich spiele eigentlich mehr COD, aber ich habe es mir nicht so gut vorgestellt, also die Erwartungen waren von mir geringer, aber das hat sich richtig spielen lassen, also ich fand es richtig gut. Auch die Missionen, was danach noch kommen mit den Waffenauswahlen, Waffenaufsätze, was du hast alles einstellen können, machen können, macht das Game interessanter. Du hast da wirklich mehr Wahl gehabt, in anderen Teilen hast du wirklich bloß nur die Möglichkeiten, Waffen aufzuheben und so weiter, hast du bei Battlefield nicht. Also definitiv wird Battlefield von mir nochmal eine Chance kriegen, oder vielleicht auch zwei oder drei, dass sie das nochmal zocke. Es ist wirklich nicht schlecht. Ja, nochmal zurück, die was es nicht haben, und jetzt dürft ihr es ja günstig geben, kriegen. Holt euch das Game, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, haut rein, euer Wookie.